Lea hat 9 Kellerasseln. Das schreibe ich schon einmal auf. Lea hat 9 Kellerasseln gesammelt. Sie hat eine Assel mehr als Dino. Wie viele Kellerasseln hat Dino? Das ist hier die Frage. Wie viele Kellerasseln hat Dino? Das möchtest du wissen, das ist dein Fragezeichen. Also, wenn du so eine Textaufgabe hast, dann überlege erst einmal, ob Dino mehr oder weniger Asseln als Lea hat. Hier steht sie, das bedeutet, Lea hat eine mehr als Dino. Lea hat also mehr. Wie viele mehr? Genau, eine Assel mehr. Dino hat demnach eine weniger als Lea. Lea hat eine mehr als Dino, dann hat Dino eine weniger als Lea. Logo? Wie schreibst du eine weniger? Na ja, du subtrahierst einfach eine 1. Das hier steht für eine weniger. Das hier bedeutet, dass Dino eine weniger als Lea hat. Wie viele hat also Dino? Er hat 8 Kellerasseln. Genau, 8 Kellerasseln. Du hättest natürlich auch Leas Kellerasseln malen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eingerollte Asseln. Das ist also eine Assel mehr als Dinos. Dino hat also eine weniger. Er hat eine weniger als diese 9. Du nimmst eine Assel weg und es bleiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 übrig. Es bleiben 8 übrig. Falls zu schön war, habe ich gleich noch eine Aufgabe für dich, noch eine Vergleichsaufgabe. Hier steht, eine kleine Box wiegt 7 Gramm weniger als eine große Box. Die kleine Box wiegt 6 Gramm. Das schreibe ich gleich einmal auf. Die kleine Box wiegt 6 Gramm. Wie schwer ist die große Box? Große Box. Das hier ist das Fragezeichen. Wie bei der anderen Aufgabe, überlege erst einmal, ob die große Box schwerer oder leichter ist als die kleine. Und schau dabei nicht auf die Boxbezeichnung, schau auf den Text. Die kleine Box wiegt 7 Gramm weniger als die große Box. Die kleine Box mit 6 Gramm ist 7 Gramm leichter als die große Box. Die große Box wiegt also 7 Gramm mehr als die kleine Box. Ja, kannst du mir folgen? Wie drückst du 7 Gramm mehr aus? Die kleine Box wiegt 6 Gramm plus 7 Gramm, 7 Gramm mehr. Das entspräche dann dem Gewicht der großen Box. Wie schwer ist nun die große Box? 6 plus 7 ist gleich 13. Dam, 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 dam. 6 plus 7 ist gleich 13. Und damit ist die Aufgabe gelöst.